Jo Leute, servus. Bin auch mal jetzt wieder bei meinem Bruder. Ja, die letzte Zeit des Öfteren. Ja, was haben wir denn heute gemacht? Heute haben wir an der Limousine die Funk-ZV haben wir ja den Kabelbaum schon verlegt. Da haben wir jetzt sozusagen die EWS getauscht mit die ganzen Türschlösser, Zündschloss, Heckklappenschloss und so weiter und so fort. Die EWS haben wir jetzt an das Motorsteuergerät von den M44 angelernt. Und es geht natürlich über INPA. Da hat mich der, wie heißt er, Björn draufgebracht, dass das geht. Dazu kommt aber nochmal ein separates Video zwecks EWS an dem Kollege. Ja, mein Bruder macht gerade die Türverkleidung wieder dran, weil ich nämlich das Schloss gerade getauscht habe. Und ach so, die Blinkerquittierung haben wir auch noch installiert, das Kabel und dann halt kodiert. Ja, und das haben wir heute alles gemacht. Und alles, was wir jetzt gemacht haben, funktioniert auch bis jetzt. Gell? Ja, schauen wir mal kurz, was er macht. Da habe ich ja schon gesagt, Türverkleidung. Einer hat mich mal gefragt, Türschloss, Tausch. War ich kurz am überlegen, ob ich ein Video mache. Und dann habe ich mir gedacht, doch nicht, das ist eine Drecksarbeit, sage ich euch. Oder was sagst du dazu? Voll eine Fickarbeit. Ja, das glaube ich auch. Ja, hier, das Auto heißt ja Olaf. Jetzt haben wir einen Olaf drin hocken. Ja, es passt schon so optisch. Ja, kannst du dir mal zeigen. Was soll ich zeigen? Das ist geht. Originale Funk-ZV. Funk-Original? Kannst du sagen vom 2.8er, gell? Mhm. Das ist die von unserem roten Schlachter. Vom 2.8er gewesen. Das ist jetzt EWS mit Schlüssel komplett. Weil das sind halt zwei Funk dazu gewesen. Die zwei Werkzeugschlüssel und der Notschlüssel, der Kunststoff. Und deswegen haben wir das jetzt da eingebaut, weil das originale Funk-ZV ist. Vorher war das hier dran. So ein Modul mit so einem nachgerüsteten Schlüssel aufzusperren. Die auch. War nicht schlecht. Aber naja. Und das war halt das ganze alte. Das ist halt der alte Schlüssel gewesen. Und das ist jetzt der jetzige. Fail. Nicht wundern, warum die so abgenutzt sind. Die kommen noch neu. Bei beiden Schlüsseln kann man ja austauschen und ja, und das Ganze, warum ich jetzt das ganze Schließsystem tauschen wollte, ist, ich habe für das ist ja der Schlüssel noch von meinem damaligen Kontakt gewesen und für, bei denen hatte ich leider nur diesen einen Schlüssel. Ja. Da haben wir damals ja die EWS in dieses Auto umgebaut, dass der M44 da drin läuft. Jetzt natürlich wusste hat mein Bruder von seinen Bekannten oder die Abonnenten. Erfahren, dass das geht und jetzt geht es auch mit seinem neuen Kabel, was er da hat. Und mit seinem alten ging es ja nicht. Und jetzt haben wir das hier angelernt an dieses Schlüsselsystem und der Motor springt auch an. Kann ich euch auch noch demonstrieren. Erstmal aufsperren und blinkt. Ja, den Ding haben wir noch umgebaut. Was? Auf automatisch abblenden. Ja, den Innenspiegel haben wir ja umgebaut auf automatisch abblenden. Und da mussten wir jetzt halt ja nur, weil den haben wir ja damals schon mit umgebaut, da hat mein Bruder auch dieses Kabel noch nicht angeklemmt, gell? Das habe ich jetzt angeklemmt. Jetzt hast du es angeklemmt, weil sonst würde es jetzt nicht funktionieren. Aber da mussten wir innen die Platine noch tauschen von diesem Schlüsselsystem. Ja, weil der Spiegel war von einem anderen System. Genau, weil das hier ist der automatisch abblendbare und der andere, der hatte hier unten so einen Drehbimbus, wusste. Das können wir gleich mal zeigen. 0 und 1 umschalten kannst du der. Hey, man. Der ist hier. Wenn dann will ich eine Vollhütte. Hier liegt der alte Spiegel. Ja, der ist jetzt zerlegt. Hier ist die Empfängerplatine für die Funk-ZV. Und gut, das ist das. Was anderes. Das ist hier der Pimbus, was hier unten dran hängt, also der manuell abblendbare. Ja,
Sieht halt so aus, wenn er zusammen ist. Und darüber kann ich ja nochmal ein Video machen, wie der automatische abblendbare Spiegel innen aussieht. Jetzt nochmal so und den manuellen seht ihr ja. Ja, hier die Platine, wie gesagt, die muss getauscht werden, weil in den Funkschlüsseln ist ja die Programmierung drin. Und wir haben jetzt aus dem Schlüssel, der war vom 2.8er, die Platine raus in den anderen Spiegel rein. Und die Platine haben wir jetzt da rein und das andere Schlüsselsystem, was ich noch habe, wird halt mit dem Spiegel verkauft. Würde ich jetzt sagen. Servus. Dann sage ich jetzt auch Servus für dieses Video. Jetzt wisst ihr wieder etwas Neueres. EWS, wie gesagt, kommt ein separates Video, wenn wir das beim 2.8er umprogrammieren oder anlernen heißt. Und alles andere wisst ihr ja. Im Endeffekt ist es nur der Code, was du umschreibst. Ja genau, nur der Code wird umgeschrieben. Blinkerquittierung habt ihr gesehen, Funk-ZV und alles sämtliche. Ich verlinke die Playlist einfach vom Projekt und ja, wie gesagt, ich wünsche euch was. Servus Leute.